darf wieder alle recht herzlich begrüßen zur Online-Bewegungsstunde. Bitte denkt wie immer daran, dass ihr während des Programms, wenn ihr merkt, dass es für euch zu viel wird, dass ihr einfach selbstständig eine Pause macht, wieder in euch reinfühlt, ob es vielleicht ein bisschen zu viel oder auch zu wenig ist. Bitte auch daran denken, wenn ihr ein Implantat oder ein Sauerstoffgerät ist, dass man ein bisschen bei den Drehbewegungen aufpassen soll, die also nicht zu hektisch machen soll. Ansonsten wünsche ich euch wieder viel Spaß bei der Bewegungsstunde. Wir fangen an im Sitzen auf dem Stuhl. Wir setzen uns gerade hin, lehnen uns natürlich erstmal nicht an, sondern sitzen gerade aufrecht, dass wir auch richtig so wieder ein bisschen die Sitzbeinhöcke spüren. Und jetzt machen wir mal ein komplettes Bewegungsprogramm für das sogenannte Iliosakralgelenk. Ja, das ist ja ein Gelenk, das ist ein Übergang zwischen den Beinen und dem Oberkörper. Und es bereitet bei vielen Leuten immer wieder Probleme. Und da zeige ich euch mal Übungen, die man zusammensetzen kann, die eben dann auch gut sind, um das ganze Gelenk in alle Richtungen durchzubewegen. Die meisten Übungen kennt ihr schon. Ja, aber so im Zusammengesetzten haben wir es in der Form noch nicht gemacht. Wir setzen uns gerade hin. Wir legen die Hände auf die Oberschenkel und fangen jetzt an, einmal das linke Knie nach vorne zu ziehen und einmal das rechte Knie nach vorne zu ziehen. Also diese Bewegung geht wirklich von dem Becken, von dem Iliosakralgelenk aus. Das heißt, ihr zieht einmal hier lang und einmal auf der anderen Seite und versucht so eine fließende Bewegung in diesem unteren Rückenbereich reinfließen zu lassen. Gerade aufrecht sitzen. Definitiv auch schön weiteratmen. Einmal das linke Knie und das rechte Knie nach vorne ziehen. Ja, schön flüssig die Bewegung machen. Vielleicht spürt ihr, dass eine Seite besser geht als die andere. Ist ganz normal. Jeder hat auch in dem Bereich eine Schokoladenseite und eine Seite, die eben nicht so gut geht. Noch fünfmal. 4, 3, 2, 1. Achtung, wir rollen die Wirbelsäule ein. Wirbel für Wirbel, machen einen ganz unten Rücken, Kehlkopf auf die Brust. Und dann richten wir uns wieder von unten, von der Lendenwirbelsäule auf, wie eine Perlkette, die nach oben wieder aufgerichtet wird und strecken die Brust nach außen. Nach unten einrollen. Ausatmen, nach oben aufrollen, einatmen, Brust raus, ausatmen, einatmen, noch zweimal, ausatmen und einatmen, aufrichten. Und wieder beginnen, die Knie, das linke und das rechte, nach vorne ziehen. 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 Noch 5, 4, 3, 2, 1. Achtung, die Beine ein bisschen weiter, Füße ein bisschen weiter auseinandernehmen. Wir halten uns mit dem Stuhl, mit den Händen am Stuhl fest. Bringen die Knie nach innen zusammen und wippen die Knie ein bisschen nach innen. Einfach ein bisschen wippen. Wir versuchen gerade aufrecht sitzen zu bleiben, also nicht nur einzufallen, sondern mit Drücken sogar mit den Händen können wir uns abstützen, dass wir eine schöne gerade Wirbelsäule haben. Und wippen. Jawohl. Noch 5, 4, 3, 2, 1, Achtung, Füße wieder aufstellen, Hände wieder auf die Oberschenkel und nochmal Knie abwechselnd nach vorne und nach hinten schieben. Vorne und nach hinten schieben. Schieben. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1. Achtung, die Füße
zusammenbringe. Die Knie schauen nach außen. Wir halten uns wieder mit den Händen am Stuhl fest, dass wir schön gerade aufrecht sitzen. Und jetzt versuchen wir mal, die Knie ein bisschen nach hinten zu wippen. Schön wippen, nach außen hinten. Wippen. Wippen. Also wir gehen jetzt von allen Seiten, gehen wir dieses Iliosakralgelenk an. Natürlich sind auch viele andere Strukturen beteiligt, wie die Knie, die Oberschenkelinnenseite, die Außenseite und natürlich die Füße. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1. Achtung, gerade hinsetzen und nochmal Wirbelsäule runden machen, einrollen. Und aufrichten, Brust raus. Wieder einrollen, ausatmen, aufrichten, einatmen. Noch zweimal, runterkommen, ausatmen, aufrichten, einatmen. Achtung! Aus der Position heraus machen wir jetzt Folgendes. Wir strecken. Wir halten uns mit den Händen an den Stuhl wieder fest. Rechtes Bein strecken, anziehen. Linkes Bein strecken, anziehen. Rechtes Bein so weit wie möglich nach außen bringen. Möglichst versuchen, auch den Fuß auf den Boden zu stellen. Und zurückkommen. Andere Seite so weit wie möglich strecken. Macht es so weit, wie es bei euch geht. Wenn es nur so weit geht, ist auch in Ordnung. Es soll nur so ein bisschen Zug spüren und wieder zurückkommen. Rechtes Bein nach vorne strecken. Zehenspitzen maximal anziehen und zurückkommen. Linkes Bein strecken. Maximal die Zehen anziehen, dass schön die Wade zieht und zurückkommen. Rechte Bein zur rechten Seite strecken. Fuß bleibt am Boden. Und zurückkommen, linken Fuß zur Seite strecken, Fuß bleibt am Boden und zurückkommen. Noch einmal, rechten Fuß strecken, auf die Ferse stellen, Zehenspitzen maximal anziehen, zieht richtig an und wieder zurückkommen. Linkes Bein nach vorne strecken, auf die Ferse stellen, Zehenspitzen anziehen, maximal ziehen und locker lassen. Bein zur rechten Seite schieben, soweit es geht. Versuchen, die Fußfläche am Boden zu halten und zurückkommen. Und die andere Seite strecken, soweit es geht, und den Fuß wieder anstellen. Achtung, wir bleiben gerade aufrecht sitzen. Ich mache es kurz vor. Rechte Hand greift, die streckt nach unten, soweit es geht, ohne nachzuwippen. Wir drehen uns auf und gehen die Diagonale. Das gleiche normal. Zur gleichen Seite so weit runter gehen, wie es geht. Wirklich den Arm maximal strecken und wieder nach oben kommen. Noch einmal. Runter gehen. Und nach oben her kommen. Noch einmal. Runter gehen. Und nach oben kommen und wechseln. Linke nach, strecken, diagonal am rechten Knie vorbei. Lang machen, so weit wie möglich nach unten kommen. Strecken, aufrichten, nach hinten gehen. Mit der anderen Hand könnt ihr euch gerne am Stuhl festhalten. Runtergehen, strecken die Finger. Und wieder nach oben kommen. Ja, spült es da mal rein, diesmal machen wir es langsam. Das heißt, es ist mehr eine muskuläre Übung. Lang machen, wieder nach oben kommen. Sehr gut. Und noch einmal. Runter gehen, lang machen nach unten. Und wieder nach oben gehen. Und locker lassen. Das war jetzt alles ein bisschen mehr muskulär. Jetzt machen wir, strecken wieder das rechte Bein. Mit der linken Hand haltet ihr euch fest. Mit der rechten Hand greift ihr ein bisschen nach vorne. Das kennt ihr auch schon. Und macht kleine, wibbelnde, federnde Bewegung nach vorne. Kleine, wibbelnde, federnde Bewegung nach vorne. Und wir drehen mal den Fuß nach außen und wippen aber weiter. Und wir drehen mal den Fuß so weit wie möglich nach innen und wippen weiter.
Zehenspitzen anziehen. Jawohl. Und wieder nach oben kommen mit einer wippenden, federnden Bewegung. Achtung, die linke Seite. Ja, jetzt machen wir alles ein bisschen mit Wippen und Federn. Das heißt, jetzt bringen wir mehr die Faszien ins Spiel. Wieder so weit nach vorne greifen, wie es geht. Kleine wippende, federnde Bewegung über das Bein. Atmen nicht vergessen. Ihr könnt euch gerne mit der anderen Hand am Stuhl festhalten. Jeder geht nur so weit runter, wie er das kann. Achtung, Bein nach außen drehen und weiter wippen. Sehr gut. Bein nach außen drehen und weiter wippen. Und Bein nach innen drehen und weiter wippen. Kleine, wippende, federnde Bewegungen. Und wir richten uns wieder auf. Achtung, das rechte Bein geht so weit wie möglich nach außen. Und wir halten uns mit der einen Hand ein bisschen an dem Stuhl fest. Mit der anderen Hand greifen wir über das gestreckte Bein und machen wieder kleine wippende Bewegungen. Wer sich wohlfühlt, darf die andere Hand loslassen und bringt die noch über Kopf drüber und eine Wippen nach. Ja, aber nur, wenn ihr das könnt. Ja, ein Problem, wenn die Hand hier am Stuhl bleibt. Und wippen ein bisschen nach. Sehr gut. Und locker lassen. Wir kommen zurück und machen das Ganze auf die andere Seite. Linkes Bein strecken. Versuchen, den ganzen Fußsohle am Boden zu lassen. Mit der linken Hand greife ich ein bisschen weiter nach unten. Wer will und kann, nimmt den rechten Arm drüber und wippt nach außen ein bisschen. Sehr gut. Und Achtung, wieder aufrichten. Wieder zurückkommen. Und jetzt machen wir das Ganze noch seitlich, diesmal mit Wippen und Federn. Dann sind wir mehr in den faszialen Strukturen drin. Arm, rechten Arm am linken Knie vorbei, so weit wie es geht, nach unten greifen. Kleine, wippende, federnde Bewegung nach unten. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1. Achtung, mit Schwung nach oben über den Kopf. Und nach hinten federn. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1. Achtung, wechsel. Linken Arm strecken, am rechten Knie vorbei, diagonal nach unten, Finger lang machen. Kleine, wippende, federnde Bewegung. Jawohl. Noch 5, noch 4. Noch 3, noch 2, noch 1. Achtung, diagonal über den Kopf nach hinten gehen. Finger spreizen, Ellbogen lang machen. Kleine, wippende, federnde Bewegung nach hinten. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1 und locker lassen. Wunderbar. Achtung, wir nehmen die Hände hinter den Kopf. Wir bringen die Ellbogen locker nach vorne. Und jetzt spürt mal ein bisschen rein, wenn ihr jetzt eine Seitbeuge macht. Macht jetzt mal so eine Seitbeuge. Die Ellbogen sind jetzt einfach so ein bisschen locker nach vorne. Bloß die Hände sind hinterm Kopf. Und die Ellbogen schauen locker nach vorne. Zur einen Seite aufrichten. Und macht es mal auf der anderen Seite noch. Und spürt einfach mal in die Seiten rein, wie sich das anfühlt. Und wieder aufrichten. Und kurz mal die Arme loslassen, Hände runternehmen. Und jetzt zum Vergleich. Das gleiche nochmal. Hände hinter den Kopf. Aber jetzt ziehen wir die Ellbogen so weit wie möglich nach hinten, dass wir eine Vorspannung haben. Wie als würden wir das Segel setzen. Und jetzt machen wir das gleiche nochmal zur Seite. Und ihr werdet hier sicherlich sofort spüren, oh, das ist ein Riesenunterschied. Jetzt habe ich ja viel mehr Zug in der Seite drin. Ja, also nur aufgrund dessen, dass wir die Ellbogen nicht einfach locker vorne lassen, sondern uns aufspannen, das Segeltuch spannen und dann zur Seite gehen, haben wir eine viel bessere Vorspannung vom Brustkorb, speziell dem faszialen Mantel vom Brustkorb. Und bringen dir damit die Faszienstrukturen viel mehr ins Spiel.
Weiter atmen, noch drei, noch zwei, noch eins und aufrichten und zur anderen Seite gehen. Biegen zur Seite und wieder kleine, wippende, federnde Bewegungen. Jawohl. Noch fünf, noch vier, noch drei, noch zwei, noch eins und nach oben kommen und die Arme wieder locker lassen. Rumpfrotation, das heißt, wir versuchen jetzt Folgendes. Wir lassen beide Hände unten und wir drehen uns mal so weit und versuchen mal uns an der Lehne seitlich festzuhalten. Ja? Und wenn wir das schaffen, dass wir uns seitlich festhalten, dann sollte die Füße sind fest am Boden, dann sollt ihr einfach ein bisschen nachwirken. Wenn es nicht geht, macht ihr einfach die Arme drüber so falten und dreht euch zur Seite. Füße sind fest am Boden. Ja, also nicht irgendwie hier zur Seite geht. Füße sind fest am Boden und ihr wippt einfach ein bisschen nach. Noch fünf, noch vier, noch drei, noch zwei, noch eins und andere Seite. Rumpfrotation, soweit es geht, nachwippen. Kopf bleibt gerade aufrecht, weiteratmen. Wippen. Noch fünf, noch vier, noch drei, noch zwei, noch eins und locker lassen. Wunderbar, Arme ausschütteln. Und wir machen noch ein bisschen was für die große Rückenfaszie im Sitzen. Und zwar sollt ihr jetzt euren Oberkörper leicht nach vorne biegen. Die Arme hängen locker runter und wieder nach oben kommen. Nach vorne gehen und wieder nach oben kommen. Achtung! Jetzt gehen wir weiter nach unten. Ihr legt mal richtig euren geraden Oberkörper auf, die Oberschenkel ab. Der Rücken bleibt gerade und jetzt richtet ihr wieder diesen geraden Rücken auf. Wir machen das gleich normal, bloß strecken wir jetzt die Arme nach vorne, Fingerspreizen, Ellbogen lang machen, so lang wie möglich nach vorne legen. So als würde ich jemand an den Händen nehmen und nach vorne ziehen. Und dann richten wir uns wieder auf und die Arme gehen wieder nach unten. Noch einmal das gleiche, Oberkörper nach vorne legen, Arme werden gestreckt mit nach vorne genommen, Finger spreizen, Ellbogen lang machen. Und in der Position drehen wir jetzt mal nach rechts und nach links. Nach rechts und nach links. Rechts, links, noch zweimal. Noch einmal und stopp. Arme nach unten nehmen, Oberkörper wieder aufrichten. Achtung! Und jetzt machen wir was für die große Rückenfaszie. Das heißt, wir machen jetzt diese schwingenden Übungen. Das heißt, wir nehmen die Arme nach oben. Bitte passt auf eure Armlehnen auf, falls ihr da irgendwas habt. Wir lassen den Rumpf und die Arme nach unten fallen. Gehen mit dem Kopf zwischen die Beine und nehmen den Schwung der Arme wieder auf und richten uns wieder auf. Atmung nicht vergessen, fallen lassen, wieder nach oben kommen, nochmal und ein letztes Mal und aufrichten und locker lassen. Wir bleiben wieder gerade aufrecht sitzen und fangen nochmal an, das linke und das rechte Knie nach vorne zu ziehen. Fühl jetzt mal ein bisschen rein, ob nicht durch diese ganzen Übungen, die wir gemacht haben, jetzt eine lockere Beweglichkeit, eine mehr Beweglichkeit ist. Und versuchen nochmal ein schönes, gleichmäßiges Tempo und Bewegung anzuschlagen. Gerade aufrecht sitzen. Noch fünf. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Noch eins, Achtung, nochmal die Wirbelsäule einrollen, runden Rücken machen, Kopf einrollen, Kinn zur Brust und wieder aufrichten, ganz groß werden und einatmen. Ausatmen nach unten. Einatmen nach oben. Noch einmal ausatmen nach unten.
Einatmen nach oben. Ganz gerade aufrecht sitzen bleiben. Und wir versuchen jetzt nochmal in dieser geraden Sitzposition mal ein bisschen den Bauch einzuziehen. Aber Achtung, Bauch einziehen heißt nicht, dass ihr hier nach oben kommt, sondern versucht mal ganz zart und vorsichtig den Bauch ein bisschen einzuziehen. Das zieht man fast überhaupt nicht von außen und wir versuchen das 10 Sekunden lang zu halten. Aber auch bitte gleichmäßig weiteratmen. Okay? Nochmal locker lassen den Bauch. Nochmal einziehen den Bauch ganz wenig, ganz fein, 10 Sekunden lang mit weiteratmen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Arme ausschütteln, Beine ausschütteln. Wir machen eine kurze Pause. Wer was zu trinken hat, bitte kurz trinken. Ansonsten alle, wir haben alles jetzt im Sitzen gemacht, bitte auch mal aufstehen. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Teil 2 unserer heutigen Bewegungsstunde. Jetzt machen wir Übungen im Stehen. Bitte nehmt euch wieder den Stuhl, den ihr zunächst mal auf eurer linken Seite habt. Und es gilt wie immer, wer sich traut, das ohne Festhalten zu machen, super. Wer lieber ein bisschen die Hand am Stuhl haben möchte, der hat die Hand am Stuhl. Wir machen am Anfang einen Ausfallschritt, das heißt, oder eine Schrittstellung, das heißt, linker Fuß kommt nach vorne, der rechte steht hinten. Und jetzt sollt ihr Folgendes machen, ihr sollt erstmal langsam das Gewicht nach vorne verlagern. Ja, achtet dabei auf das Knie, dass es nicht irgendwie nach innen oder nach außen geht, sondern geht schön gerade über die Fußzehen drüber. Ja, also Schrittstellung, er soll also nicht zu weit gehen, sondern dass er schön das Gewicht auf beide Beine verteilen könnt, aber dann das Gewicht so ein bisschen nach vorne schiebt und wieder zurückkommt. Nach vorne schieben und wieder zurückkommen. Achtung, es gibt ja so bei einigen die Regel, um Gottes Willen, man darf das Knie nicht über die Fußzehen drüber schieben. Das ist meines Erachtens nicht richtig, denn stell euch mal vor, was die ganzen Tennisspieler und Fußballspieler, die machen es ja ständig und da passiert auch nichts. Was ich nicht machen würde, wäre jetzt hier nochmal 150 Kilo oder 50 Kilo reinmachen und dann das machen. Dann ist es richtig, dann ist es eine Überlastung. Aber ein gesunder Körper sollte das mit seinem eigenen Körpergewicht aushalten. Wenn ihr merkt, dass ihr dann wirklich Schmerzen bekommt, okay, dann muss ich mein Gewicht ein bisschen reduzieren oder ich gehe dann nicht zu weit ins Knie, dass es schmerzfrei bleibt. Ja? Wir machen noch 5 Mal. Denkt dran, Oberkörper bleibt aufrecht. Denn wenn er aufrecht bleibt, habt ihr einmal eine Übung für die Beinmuskeln, für den Oberschenkel, aber gleichzeitig auch eine Übung für die Streckung der anderen Seite. Wir machen es noch 5 Mal. 4, 3, 2, 1. Achtung, wir gehen wieder nach unten. Wir bringen das hintere Bein ein bisschen weiter nach hinten, dass die Ferse in der Luft ist. Und dann machen wir so ganz feine, wippende Bewegungen mit der Ferse nach unten. Wippen. Wippen. Und Achtung, jetzt tun wir noch umdrehen. Jetzt strecken wir den Arm, wippen den Arm nach hinten gestreckt. Alles ist gestreckt, Finger sind gestreckt, Ellbogen ist gestreckt. Schwingen. 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 Jawohl. Bleibt aufrecht. Schwingt den Arm. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1 und Achtung, wir richten uns auf. Wir halten uns weiterhin an dem Stuhl fest und schwingen mit dem gleichen Bein ganz locker das Bein nach hinten und nach vorne. Locker schwingen das Bein nach hinten und nach vorne und wer will, kann gegengleich den Arm wieder mitschwingen.
Schwingen. Schwingen. 5, 4, 3, 2, 1 und Stopp. Wir stellen den Stuhl auf die andere Seite, also auf die rechte Seite. Jetzt kommt das rechte Bein leicht nach vorne, das linke Bein ist leicht hinten. Und wir fangen wieder an, über das rechte Knie das Gewicht zu bringen. Kleine Kniebeuge mit dem rechten Knie, geht bitte nur so weit runter, dass ihr keine Schmerzen in den Knie bekommt. Achtet darauf, dass euer Oberkörper aufrecht bleibt. Also nicht irgendwie so abknickt nach vorne, sondern ihr bleibt aufrecht. Ja, dass wir gleichzeitig die Dehnung auf die andere Seite bekommen. Sehr gut. Weiter. Dehnen. Jawohl. Noch 5. Noch 4. Noch 3. Beide atmen. 2. 1. Achtung, wir gehen mit dem hinteren Bein noch ein bisschen weiter nach hinten, dass wir noch ein bisschen mehr Dehnung drauf haben. Wir gelagert, verlagern das Gewicht ein bisschen nach vorne, dass die Ferse nicht mehr am Boden ist. Und machen jetzt kleine, wippende, federnde Bewegung mit der Ferse nach unten. Wippen. 5, 4, 3, 2, 1. Achtung, wir wechseln mit dem Arm und schwingen den Arm nach oben, hinten. Maximal strecken. Jawohl. Super. Arm lang machen, Finger lang machen. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1 und Pause nach oben kommen, aufrichten und wir fangen wieder an, das gleiche Bein, das linke Bein locker zu schwingen. Schwingt das Bein, schwingen. Und wer will, kann gegen gleich noch den Arm mitnehmen. Schwingen. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1 und Stopp. Wunderbar. Beine ausschütteln. Sehr gut. Beine ausschütteln. Wir nehmen den Stuhl nach vorne, halten uns mit beiden Händen fest und fangen an, leichte wippende Bewegungen in die Knie zu machen. Parallel wieder, kleinen wippenden, federnden Bewegungen. Ja? Also, nach unten in die Knie locker wippen. Wippen, 5, 4, 3, 2, 1, Achtung, wir stellen uns auf die Zehenspitzen und drücken nach. Drücken nach, spürt den großen Zeh. Großer Zeh am Boden spüren. 5, 4, 3, 2, 1. Achtung, wir stellen uns auf die Ferse und wippen mit dem Gesäß nach hinten nach. Hinten das Gesäß rausstrecken, Rücken ist gerade. Noch 5. Noch 4, noch 3, noch 2, noch 1 und Achtung, beugen die Knie, beugen die Knie und jetzt bleiben wir unten. Wer will, hält sich fest, wer nicht will, nimmt mal die Hände hinter den Körper. Wir bleiben so stehen und versuchen uns ganz vorsichtig mal das Gewicht nach vorne und nach hinten zu verlagern. Wenn es zu unsicher ist, nimm die Hände nach vorne. Jawohl. Noch 5. Noch 4. Noch 3. Noch 2. Weiter atmen. Noch 1. Achtung. Nach oben drücken. Auf die Zehenspitzen stellen. Wir spüren den großen Zeh. Halten es für 5 Sekunden mehr. 4. 3, 2,
Eins, Achtung, abrollen, auf die Ferse gehen, Zehenspitzen hochziehen, Gesäß nach hinten wegstrecken, sollte schön so ein bisschen die Spannung hinten spüren und versuchen mit dem Gesäß noch ein bisschen nach hinten näher wegzuwippen. Wippen, wippen, wippen. Fünf, weiteratmen, drei, zwei, eins und locker lassen und wieder kleine, wippende, angenehme, federnde Bewegung nach unten. Knie sind parallel. Wippen, wippen, wippen. Noch fünf, noch vier, noch drei, noch zwei, noch eins. Achtung, auf die Zehenspitzen gehen und nachwippen. Und bitte denk dran, spür den großen Zeh. Nachwippen. Jawohl. Noch fünf, noch vier, noch drei, noch zwei, noch eins. Achtung, abrollen, auf die Ferse hinten, Zehenspitzen nach oben, Gesäß nach hinten und Gesäß noch ein bisschen weiter nach hinten drücken. Noch fünf, noch vier, noch drei, noch zwei, noch eins und locker lassen. Aufrichten, Beine locker ausschütteln. Sehr gut. Okay. Achtung. Wir nehmen die Hände. Innenfläche zusammen. Also Innenflächen beten, sage ich dazu immer. Strecken die Arme. Bringen das rechte Bein hinter das linke Bein und wippen zur rechten Seite mal nach unten. Leichte, wippende, federnde Bewegung. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Achtung, mit einer Wippbewegung nach oben kommen und jetzt versuchen wir, die Arme so weit wie möglich nach oben zu bringen. Versucht sie so weit wie möglich nach oben zu bringen, ohne dass der Kopf nach vorne fällt. Und wenn ihr das habt, in der Position, wie es bei euch geht, versucht auch wieder ein bisschen nachzuwippen. Wenn es zu unsicher ist, löst den Knoten unten auf. Ja? Geradeaus nach vorne schauen, Augen sind offen, wieder leicht, wippend, federnd nach hinten und locker lassen. Arme ausschütteln. Ja gut, das Ganze zur anderen Seite. Arme wieder falten. Jetzt das linke Bein hinter das rechte. Und wir gehen zur linken Seite nach unten. Kleine, wippende, federnde Bewegungen. Versucht wieder mit dem Großzeh beider Füße Kontakt zum Boden zu haben. Die werden nicht vom Boden weggehoben, okay? Noch fünf, noch vier, noch drei, noch zwei, noch eins. Achtung, mit Schwung nach oben kommen. Arme wieder so weit nach oben, wie es geht. Kleine wippende Bewegungen nach hinten. Wippen, wippen, wippen. Noch fünf, noch vier, noch drei, noch zwei. Noch eins und locker lassen die Arme. Sehr gut. Wunderbar. Wir bleiben stehen. Beine, Hüftbeine auseinander. Arme zur Seite wegstrecken. Maximale Höhe, Schulterhöhe, also nicht hier oben, sondern maximale Schulterhöhe. Wenn es da schon wehtut, geht weiter nach unten. Ellbogen ist lang, Finger sind gespreizt. Und jetzt machen wir es mal so, dass wir nicht gleichmäßig machen, sondern mal gegengleich und versuchen dabei möglichst den Oberkörper in der Mitte zu lassen. Also nicht irgendwie so schwankend machen, sondern es macht nur die Arme zur Seite schwingen. Versuchen, den Oberkörper zu stabilisieren. Noch fünf, noch vier, weiter atmen, drei, zwei, eins und locker lassen. Amen. Schwingen.
seitlich überkreuzt. Jawohl. Schwingen. 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 Achtung, wir bringen die Arme nach vorne. Gerade nach vorne, bringen sie wieder ein bisschen auseinander. Finger sind gespreizt, Ellbogen sind ganz lang gemacht und wir machen das Gleiche nach oben und nach unten. Und ihr versucht dabei ein bisschen auch den Bauch einzuziehen, ganz leicht, dass ihr Stabilität im ganzen Rumpf habt. Weiter atmen, gerade aufrecht bleiben und weiter mit den Armen. Finger spreizen, Ellbogen lang machen, weiter atmen. Noch fünf, noch vier. Noch drei, noch zwei, noch eins und die Arme locker lassen. Schwingen, 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 jawohl. Ganz locker schwingen, sehr gut. Weiter, weiter und Achtung, Arme nach vorne strecken. Und jetzt machen wir Folgendes, wir öffnen einmal den rechten Arm, der Oberkörper bleibt ganz gerade. Und wir kommen wieder zurück. Andere Seite. Und jetzt machen wir es ein bisschen wie so ein Katapult. Wir nehmen Schwung auf. Wir laden unsere Schulterkapsel und wir kommen wieder zurück. Es darf nicht in der Schulter wehtun. Wenn es wehtut, macht es mal ein bisschen weiter nach unten. Ja? Aber der Arm, die Finger, der Ellbogen ist maximal gestreckt. Öffnen der Finger. Ellbogen ist lang. Jawohl. Noch dreimal jede Seite. Jawohl. Lang machen. Okay, noch zweimal. Weiter atmen. Noch einmal. Und locker lassen. Und wir machen dieses typische Rüsselschwingen. Arme locker hängen lassen. Aus den Schultern raushängen lassen. Oberkörper ist gerade aufrecht. Und wir drehen den Rumpf einfach ein bisschen. Sehr gut. Schwingen. Weiter. Wir machen die Schrittstellung wieder, das heißt, das linke Bein geht nach vorne, das rechte Bein geht nach hinten und wir fangen wieder an, mit unserem rechten Arm locker zu schwingen. Locker schwingen und ihr kennt es schon, jetzt nehmen wir den Rumpf mit und rotieren den Rumpf zur linken Seite, als wolltet ihr was mit Schwung mit der rechten Hand über die linke Schulter schmeißen. Schwingen, richtig schön die Seite öffnen. 5, 4, 3, 2, 1, Achtung, lang bleiben, Rotation, Arm lang machen, Finger spreizen, mit der linken Hand über die Hand greifen, das kennt ihr auch schon. Und jetzt aktiv den gestreckten Arm nach oben in die Hand drücken, für 10 Sekunden lang halten, weiter atmen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Sehr gut. Seitenwechsel, andere Seite. Linkes Bein nach hinten, rechtes nach vorne. Locker den Arm schwingen. Locker den Arm schwingen. Den Rumpf dazu nehmen und mit Rumpfrotation arbeiten. Und mit der Vorstellung, ihr möchtet mit der linken Hand was über die rechte Schulter schmeißen. Schwingen. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1. Achtung, Arm oben lassen, Rotation beibehalten, Finger strecken, Arm lang machen, mit der rechten Hand über den linken Arm greifen, aktiv den gestreckten Arm nach oben in die Hand drücken, 10 Sekunden lang halten, weiter atmen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Arme ausschütteln, gerade hinstellen und wir machen zum Abschluss noch ein bisschen was mit der Hüfte, nämlich die Hüfte einmal nach links und einmal nach rechts fallen lassen. Ganz locker, wie beim Tänzen, tanzen. Links, rechts. Versucht einmal dabei, also nicht so viel so rüber zu beugen, sondern es wirklich mal was nur aus der Hüfte kommen zu lassen. Jawohl. Sehr gut.
Achtung, wir wechseln nach vorne und nach hinten. Zack, 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 zack. Jawohl. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und achte nochmal seitlich. 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Wir machen wieder eine kurze Pause. Wer was zum Trinken hat, wieder bitte was trinken. Und wir kommen gleich zum letzten Teil von der Bewegungsstunde heute. Letzter Teil der Online-Bewegungsstunde und wir setzen uns nochmal auf den Stuhl. Okay. Die erste Aufgabe, die wir machen, sieht folgendermaßen aus. Und zwar sollt ihr euch gerade aufrecht hinsetzen. Ihr sollt mal beide Hände so auf Höhe Brustkorb nehmen, ja, also so in die Rippen reinnehmen. Und ihr sollt mal aktiv das Gewebe nach unten ziehen. Das heißt nicht, dass der Kopf mitgeht, sondern der Kopf bleibt gerade aufrecht. Ihr zieht das Gewebe nach hinten und bringt jetzt gleichzeitig mal den Kopf nach hinten. Ja? Legt mal den Kopf nach hinten, dann werdet ihr merken, dass ihr richtig viel Zug im vorderen Halsbereich ist und dann kommt er wieder zurück. Arme nochmal locker lassen, ausschütteln. Zweiter Teil ist, das gleiche nochmal machen. Hände auf die Brust, richtig aktiv. Ja, wie als würde ich das T-Shirt runterreißen, aber ihr seid kräftig in der Haut. Die Haut nach unten ziehen, den Kopf nach hinten nehmen und jetzt lasst mal den Mund offen. Und versucht dann, wenn ihr den Kopf hinten habt, euren Mund mal zu schließen. Und dann werdet ihr merken, dass ein richtiger Zug in dem Gewebe drin ist. Und das wiederholt ihr bitte 5-mal, jeder für sich. 5-mal Mund auf und zu. Okay? Auf die Plätze, fertig, los. Noch einmal. Und locker lassen den Kopf. Arme runter machen, Arme ausschütteln. Hände hinter den Kopf legen. Kopf ist ganz gerade, Blick ist nach vorne gerichtet. Und jetzt nicht mit Maximalkraft, aber ein bisschen den Kopf nach hinten in die Hände drücken. Achtung, die Ellbogen sind nicht nach vorne. Das Segel ist gespannt. Das Segel ist gespannt. Okay, leicht den Kopf nach hinten drücken, weiter atmen und versucht jetzt nochmal auch ein bisschen den Bauch einzuziehen und 10 Sekunden lang zu halten, aber weiter atmen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Locker lassen, den Oberkörper vorne über die Oberschenkel legen, die Arme locker vorne mal hängen lassen und in dieser runden Position einfach mal den Oberkörper zwischen den Beinen so ein bisschen nachbinden. Kopf bleibt hängen, lasst alles hängen. Noch 5, 4, 3, 2, 1, Achtung, Hände auf die Knie, Oberkörper wieder nach oben nehmen. Gerade hinsetzen. Rechte Hand greift an die rechte Schläfe. Kopf gerade justieren. Und wieder nicht mit Maximalkraft. Nur ein bisschen jetzt den Kopf in die Hand nach rechts drücken. Auf die Plätze. Fertig. Los. Drücken. 10 Sekunden lang halten. Weiter atmen. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, loslassen, die linke Hand nehmen, greift über den Kopf zum rechten Ohr, wir biegen den Kopf zur linken Seite,
Wir lassen den rechten Arm hängen, ziehen ihn nach unten, hinten ein bisschen und halten die Position für 5 mehr Sekunden. Weiteratmen. 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Arm erstmal runternehmen, ausschütteln. Linke Hand greift an die linke Schläfe. Kopf gerade ausrichten, Blick ist gerade nach vorne. Nicht mit Maximalkraft den Kopf in die Hand drücken. Also 30-40% die Kraft drücken für 10 Sekunden lang. Weiteratmen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen den Arm, ausschütteln, die rechte Hand greift über den Kopf zum linken Ohr, wir biegen den Kopf zur rechten Seite, wir machen den linken Arm nach unten richtig lang und ziehen den Arm nach hinten. Und halten diese Position noch für 5 weitere Sekunden. 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Sehr gut. Wir bringen den rechten Arm über den Oberkörper zur anderen Seite. Wir nehmen mit der linken Hand den Oberarm. Mit der linken Hand den Oberarm und ziehen den rechten Arm noch ein bisschen weiter nach drüben. Ziehen. Dürfen wieder leicht wippelnde Federn Bewegung machen. Versucht gerade und aufrecht zu sitzen. Ziehen. 5, 4, 3, 2, 1 und locker lassen. Die andere Seite, linken Arm über den Oberkörper leeren, mit der rechten Hand den Oberarm greifen und wir ziehen den Oberarm ein bisschen nach. Sehr gut. Noch 5, noch 4, noch 3, noch 2, noch 1 und locker lassen. Ausschütteln die ganzen Arme. Und wir kreisen noch einmal mit den Schultern, bitte nach hinten. Anheben, nach hinten ziehen, aufmachen. Einatmen, hinten, ausatmen. Hoch, hinten, runter, nach vorne. Hoch, hinten, runter, nach vorne. Einatmen, einatmen, ausatmen, ausatmen. Einatmen, einatmen, ausatmen, ausatmen und locker lassen. Bleibt immer noch gerade aufrecht sitzen. Ihr dürft euch mal mit den Händen am Stuhl festhalten, dass der Rumpf ganz gerade bleibt. Jetzt dreht nur der Kopf zur linken Seite. Und zwar langsam drehen, soweit euer Kopf zulässt. An dem Punkt, wo ihr nicht mehr weiterkommt, nicht mit dem Rumpf drehen, sondern versucht nur noch ein bisschen eure Augen weiter in die Richtung zu bewegen. Versucht eure Augen weiter in die Richtung zu bewegen. 5 Sekunden halten. 4, 3, 2, 1, Augen locker lassen, Kopf zurückdrehen. Macht nur der Kopf, nicht der Rumpf. Zur rechten Seite drehen, soweit es geht. Rumpf bleibt gerade nach vorne ausgerichtet. Wenn es nicht mehr weitergeht, drehen die Augen weiter, soweit es geht. Für 5 Sekunden halten. 4, 3, 2, 1, Augen locker, Kopf zurückgehen, in die Mitte kommen. Arme loslassen. Hände locker nach vorne halten, also auf die Oberschenkel ablegen. Und wir machen nochmal das Schieben mit den Knien nach vorne und nach hinten.
Locker die Knie nach vorne und nach hinten schieben. Der obere Körper ist ganz aufrecht. Jawohl. Noch 5. Noch 4. Noch 3. Noch 2. 1 und Achtung, Hände über Kreuz auf die Schultern legen. Der Oberkörper ist immer noch ganz gerade und nicht angelehnt. Und jetzt nochmal so kleine, wirkende Drehbewegung. Der Kopf bleibt in der Mitte. Gerade. Stellt euch vor, ihr geht einen Faden nach oben, der euch nach oben zieht. Und ihr macht diese kleinen, vibrierenden, kleinen Bewegungen in der Wirbelsäule. Sehr gut. Weiteratmen. Noch 5. Noch 4, noch 3, noch 2, noch 1. Achtung, Arme ablegen, Hände ablegen, auf die Oberschenkel gerade aufrecht sitzen, Blick nach vorne und wir schließen die Augen nochmal und spüren für ein paar Sekunden unseren Körper nach, wie wunderschön angenehm warm der jetzt ist, wie wirklich alle Zellen im Körper, die für die Gesundheit verantwortlich sind, die den Körper im positiven Sinne umbauen, angeregt haben und spürt für 30 Sekunden nach, wie angenehm angeregt unser Körper jetzt ist, ab jetzt. Okay, und wir öffnen die Augen wieder und wir sind wieder am Ende unserer Online-Bewegungsstunde. Vielen herzlichen Dank, dass ihr wieder so viel mitgemacht habt. Ich hoffe, es hat auch wieder Spaß gemacht und das Wichtigste auch für die nächste Woche bleibt in Bewegung und ich würde mich dann freuen, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Ich schalte jetzt wie immer die Kamera aus und bin für Fragen noch da. Ansonsten diejenigen, die schon aussteigen, wünsche ich alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Der Markus.